Mit Hacke und Spaten im Wald bei Zwönitz. Der Boden ist hart. Es ist eine Kraftanstrengung, ein kleines Loch auszuheben. Insgesamt aber ein Klacks gegenüber dem, was die Natur, was die Pflanzen, die Bäume leisten müssen. Lange braucht es, damit aus einer zarten Pflanze ein stattlicher Baum wird. Tausende Bäume werden Jahr für Jahr gefällt. Holz ist Rohstoff. Zwar nachwachsend und damit ökologisch, aber den verbrauchen wir immer schneller. Nur ein Beispiel sind Verpackungsmittel. Tonnenweise werden sie hergestellt, damit wir beispielsweise unsere Geschenke nett verpacken können. Das ist ein Geschäftsfeld der Firma Erzberger. Jens Kriegel und sein Team beliefern damit zahlreiche Unternehmen in Deutschland und dem europäischen Umland. Viel Papier, viel Holz. Und da war eine Idee. Wir wollen der Natur was zurückgeben. Wir verbrauchen viel Ressourcen, Papier, Holz, alles Mögliche. Und dann hatten wir mal die Idee gehabt, praktisch wieder was der Natur zurückzugeben. Und indem wir einige Bäume pflanzen hier auf Zwönitzer Flur mit Unterstützung von Herrn Melzer. Michael Melzer kommt von Sachsenforst und unterstützt die Aktion gerne. Genauso Carsten Roth vom gleichnamigen Gartencenter in Zwönitz. Also insbesondere hatte die Idee der Niklas Kriegel, sein Sohn, hier auf Zwönitzer Flur diese Pflanzaktion zu starten. Und wir als Floraland haben das natürlich sehr, sehr gerne unterstützt. Wir haben also gemeinsam mit der Firma Erzberger die Pflanzen gesponsert und sind heute noch mit einigen Mannen dabei, die 44 Pflanzen in die Erde zu bringen. Was eben nicht so einfach war, denkt man an den harten Boden. Und es wird dauern, bis die Bäume ihre stattliche Höhe erreicht haben. Aber es ist ein wichtiges Signal. Denn aus eigener Erfahrung haben die Kriegels mit ansehen müssen, wie sensibel und gewaltig die Natur auch zurückschlagen kann. Der Jens und Niklas Kriegel, die waren ja besonders auch betroffen als Brünnloser von dieser Erfahrung mit dem Sturmtief, mit dem Orkan Fabienne vor gut 2 Jahren. So sind sie auf die Idee gekommen auch und haben jetzt hier mit dem Herrn Melzer vom Forstbezirk hier auf Zwönitzer Flur das ins Leben gerufen, die Initiative gestartet. Und wir haben ja tagtäglich damit zu tun. Auch für uns ist gerade aktuell im Verkauf die beste Pflanzzeit für Obstgehölze. Und wir haben das also gerne hiermit unterstützt. Und noch etwas verbindet die beiden. Jens Kriegel ist mit seiner Firma auch regelmäßig bei der Nacht der 1000 Lichter. Denn mit dem Vertrieb erzgebirgischer Holzkunst hat er sich ein weiteres Standbein geschaffen. Aber auch die Exemplare, der Name sagt's, sind alle aus Holz. So hoffen die Mitwirkenden, dass die gepflanzten Bäume schnell und gut wachsen. Vielleicht sind auch sie in vielen Jahren Grundlage für etwas Besonderes.